Herzlich willkommen zum Bild der HMX 2. Wir sind hier in Berlin bei Case King. Das Team besteht aus Tom Hartung. Dann haben wir den Zen Chili aus dem Internet. Aus dem Neuland. Und Basti von Team Hölle. Und ich würde sagen, los geht's! Heute beginnen wir mit der Präparation des Gehäuses für den Einbau der Wasserkühlung und auch gleich mit dem Einbau der ersten Komponenten zusammen mit Zen Chili. Morgen wird uns dann das Monty bei dem Einbau der restlichen Komponenten begleiten, wo wir hoffentlich fertig werden. Und am Freitag steht dann noch das Hardtubing an, zusammen mit Tom. Und nachmittags findet dann das Community-Event statt. Genau, das Community-Event, dazu gab es ja 100 Karten insgesamt zu gewinnen. Die sind alle vergeben mittlerweile und das wird auf jeden Fall ziemlich geil. Außerdem wird dann noch wahrscheinlich der Hardtubing-Kreislauf schon soweit sein, dass wir den befüllen können. Und ich denke, das wird eine richtig schöne Sache. Ja, und jetzt seht ihr hier schon aufgebaut einige Komponenten, die in die HMX 2 kommen. Wir fangen vielleicht mal hier an, bei den interessantesten Produkten. Ne? Da haben wir natürlich zwei NVIDIA Titan RTX, die aktuell stärksten Grafikkarten, die es überhaupt gibt. Gaming-Grafikkarten. Gaming, ja, natürlich Gaming-Grafikkarten, was sonst. Wir haben hier auch schon die Peripherie stehen. Da haben wir eine Maus von Corsair, ein großes Mauspad und eine Tastatur von Corsair. Was auch ganz toll ist, das ist quasi auch was ganz Neues. Das ist das Prime TX 1600 von Seasonic. Ist ein Titanium-zertifiziertes Netzteil, also höchste Energieeffizienzstufe. Peak-Leistung bis zu 2000 Watt, also da sind wir auf jeden Fall safe. Und dann haben wir hier natürlich noch, da kannst du vielleicht noch was dazu sagen. Standardmäßig, wenn wir schon Wasserkühlung verbauen, brauchen wir natürlich auch für die Titans die passenden Wasserkühler. Das sind in dem Fall dann auch speziell von EK die Titan-Variante, also auch mit einem Gold-Look, so dass es halt einfach ein bisschen matcht mit dem Original-Look von den Grafikkarten. Aber schon mit der RGB-Beleuchtung, oder? RGB ist auch verbaut. Gott sei Dank. RGB ist ja ganz wichtig. Ja, wenn wir von RGB sprechen. RGB macht alles besser, sage ich immer wieder. RGB gibt es auch beim Mainboard von Asus, das neue Crosshair 8. Ein richtig schöner Aufbau, gerade auch was das Verdecken unschöner Bereiche angeht. Darauf findet dann der neue Ryzen 9 3900X als CPU seinen Platz und wird von einem EK-Block gekühlt. Man muss allerdings dazu sagen, also der 3900X ist natürlich nur so lange da drin, bis wir den 3950X bekommen, den 16-Kerner. Ne? Den hat uns AMD leider noch nicht zur Verfügung stellen können, aber sobald er da ist, wird er natürlich nachgerüstet. Außerdem gibt es dann noch eine schöne PCI Express M.2 SSD, und zwar PCI Express 4.0. Davon gibt es nicht nur eine, sondern zwei mit insgesamt jeweils 1 TB. Und was haben wir da noch so Feines? Bei dem Arbeitsspeicher setzen wir von Corsair auf Dominator Platinum Arbeitsspeicherriegel mit 32 GB. Das heißt, wer rechnen kann, wir haben hier insgesamt 64 GB in der HMX 2 verbaut. Und ganz wichtig natürlich mit RGB-Beleuchtung. Apropos RGB-Beleuchtung. Hierfür verbauen wir noch von Asus das ROG Aura Terminal. Damit können wir natürlich noch extra RGB-Stripes in dem Gehäuse verbauen für maximalen RGB-Boost. Stichwort RGB. Natürlich verbauen wir auch Lüfter. Wer hätte es gedacht? Und die Lüfter kommen dieses Mal von Alpenföhn und sind natürlich auch Asus Aura Sync kompatibel. Das heißt, ein bisschen Kirmes haben wir auf jeden Fall wieder am Start. Das gibt einen absoluten Overkill. Ja. Und apropos Lüfter, die sind ja alle noch hinten im Lager. Ne? Die sind im Lager. Und da steht auch. Genau, da steht auch das Gehäuse, was ja zum Einsatz kommt. Wie viele ja schon wissen, das ist das InWin 928. Das ist ein Super Tower. Ich hatte es ja umgehauen bei dem Preis, ne, Tom? Genau, aufgrund der Verarbeitung. Also es ist wirklich Hochglanzteil, Aluminium-Finish etc. Mhm. 1500 Euro kostet das gute Stück. Das wird dieses Mal das Gehäuse der Höhlenmaschine. Und wie viele ja mich so kennen, ist kein Gehäuse vor mir sicher. Das heißt, ich schnappe mir dann auf jeden Fall den Tremel und werde da wieder ein bisschen dran rumschneiden. 1500 Euro teuren Gehäuse wird er wieder sich austoben, der Tom. Ich kann da immer gar nicht hinsehen. Das müsst ihr dann filmen, da bin ich nicht dabei. Ja, ich würde sagen, gutes Stichwort, dann gehen wir doch jetzt einfach mal rüber und holen das Gehäuse. Wir gehen jetzt ins Lager und holen das. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier im Lager angekommen, da habe ich das Gehäuse stehen, habe ich schon ein paar Sachen drin vorbereitet. Allerdings muss ich da noch ein bisschen was raustremeln. Und da wir das leider nicht hier drin machen können, gehen wir jetzt mit dem Gehäuse raus und fangen damit an. Ja, wie angekündigt habe ich mir jetzt den Tremel geschnappt und jetzt geht es den 1500 Euro ans Gehäuse. Das war ja geil. Und jetzt geht es den 1500 Euro Gehäuse an den Kragen. Bereit.
So, ja, da bin ich fertig. Soweit. Du bist sauber, das Gehäuse ist sauber. Alles. Was hast du jetzt eigentlich hier genau gemacht? Kannst du schon verraten? Ja, natürlich ein paar Ausschnitte. Das kann ich aber eigentlich noch nicht direkt verraten. Das sehen wir dann später. Das wird eine Überraschung. Okay, dann weiter geht's. Wir sind im Studio geblieben. Wir möchten jetzt nämlich gleich mal die Hauptplatine vorbereiten. Also ich kümmere mich um Speicher, CPU und die SSDs. Und du hast die Ehre, diesen super schönen EK Waterblocks CPU-Kühler zu verbauen. Guten Tag. Hi. Ja, ich habe gehört, es fehlt noch was. Hier, ja. Bitte dein Arbeitsmaterial. Danke, danke. Wärmeleitpaste. Ja. Ach, ich freue mich jetzt schon. Stell doch den Roman mal vor, wer ihn nicht kennt. Also den Roman kennt doch jeder, oder? Roman, der Bauer Hartung, der auf jeden Fall beste Overclocker Spandaus, ne? Wir bauen ja den 3950X ein. Kannst du mir schon so ungefähr so eine Marke geben, wie wir wassergekühlt, wo wir da rauskommen? Also wenn wir einen guten finden, zwischen 4.3 und 4.4. Also wichtig ist natürlich auf allen Kernen, ne? So, jetzt aber hier, Roman, da passt er am besten auf, ne? Wenn er hier jetzt... Dass ich das auch richtig machen weiß. Ja. Der Deckel ab. Lag eben schon Deckel, weißt du? Viel hilft viel. Tatsächlich. Immer. Ich finde das schon schön. Das ist gut. Ein richtig schönes kleines Häufchen. Hier haben wir jetzt den EK Velocity auf dem Ryzen 9 3900X. Passt auf jeden Fall optisch richtig gut zum Mainboard von Asus. Und vor allem auch hier, Asus hat das Mainboard mit EK Waterblocks Komponenten ausgestattet. Asus Crosshair 8 mit dem Ryzen 9 3900X, 64 GB Arbeitsspeicher, Corsair Platinum RGB und zwei Corsair, wie nennen sie sich, MP600 Peace Express 4.0 SSDs mit jeweils einem Terabyte. Weiter geht's mit der Umrüstung der luftgekühlten Grafikkarten Titan RTX. Bekommen wir einen Wasserkühler? Was nehmen wir für Kühlblöcke? Die EK Vector, das ist in der schwarz-goldenen Edition, Acetalgold. Mhm. Sehen dann fast so gut aus wie vorher. Na dann. Getroffen. Und vor allem mit RGB-Beleuchtung. Bevor wir die Titanen umbauen, final, und den Wasserkühler montieren, müssen wir den natürlich erstmal sauber machen. Also wir haben ja die Reste von den Wärmeleitpads drauf, von der Wärmeleitpaste und so weiter. Dafür verwenden wir immer Spezialwaschbenzin. Also einfach irgendeinen Reiniger aus dem Baumarkt. Aceton eignet sich auch sehr, sehr gut. Nagellackentferner. Nagellackentferner aus dem DM-Hall. Kennen wir ja. Weiter geht's mit der Installation der Wasserkühlblöcke. Wir haben hier schon die Wasserkühlblöcke ausgepackt. Fehlen nur noch die Backplates und dann wird das Ganze wieder montiert. Und dann hoffen wir mal, dass Roman weiß, wie das geht. Natürlich. Er hat das ja schon das ein oder andere Mal gemacht. Ah, okay. Schon modifiziert oder was? Wir werden ja gleich Flüssigmetall auf die GPU auftragen. Natürlich dann auch entsprechend auf den Kühler, muss ja immer auf beide Seiten aufgetragen werden. Bevor wir das machen, müssen wir aber erst die Wärmeleitpads auf der Karte platzieren. Also die vorgeschlitzten kommen auf die ganzen RAM-Bausteine, die über, neben und unter der GPU sind. Und dann natürlich auch noch Wärmeleitpads für die Spulen, die hier vorne und hinten sind und die einzelnen MOSFETs, also die Spannungswandler der GPU. Plan, dass Michi dieses Jahr mehr macht bei der Höllenmaschine. Noch mehr. Finde ich auch gut, dass jetzt mindestens vier Aufpasser da sind, dass hier alles korrekt abläuft. Ja. Dass da kein Scheiß gebaut wird.
Wer hat hier eigentlich den Kühlkörper mit der Wärmeleitpaste vollgeschlonzt? Ach so, ja, da ist Roman dran schon. Der ist gerade nicht im Raum, also was Roman. So eine Art Distroplate hier, ne? Da geht's rein, da geht's wieder raus. Also doch Distroplate. Ja. Ja, so eine Art Distroplate. Darfst du das überhaupt schon zeigen? Nein, darf ich noch nicht zeigen. Psst. Wenn das der Tom will, das mal vorstellen. Und dann hier harmoniert natürlich mit den Backplates. Ja, auch so Flammenmotive. Dann haben wir tatsächlich hier noch. Jetzt quasi die Vorlage, da können wir dann auch aus dem Laser noch eine andere Farbe rauslassen. Zum Beispiel dann in der Farbe der Kühlflüssigkeit, sondern als Abdeckung. Geil. Ja, wird geil, sage ich euch. Wird richtig geil. Endlich zeigst du dein wahres Ich. Was genau hast du da eigentlich gemacht? Ja, ich habe ein richtig höllisches Flammendesign entworfen und eben den PC-Welt HMX2 Schriftzug noch mit eingravieren lassen. Das heißt, wenn du das da drauf gemacht hast, dann gehe ich davon aus, dass wir diese Flammen auch noch woanders sehen werden im PC. Lassen wir uns überraschen. Ja, die Karte ist soweit umgebaut. Backplate ist drauf. Kühler natürlich montiert. Basti macht jetzt gerade noch die andere Karte fertig und dann sind wir damit auch schon durch. Part 1 des HMX2 Builds ist vorbei. Das haben wir heute geschafft. Also die Hauptplatine ist vorbereitet. Die Grafikkarten sind umgerüstet auf Wasserkühlung. Und jetzt gibt es noch ein kleines Schmankerl, um euch schon mal heiß zu machen auf Teil 2. Kommt doch mal bitte rein, Jungs. Ah. Da seht ihr das Invin 928, das Gehäuse der HMX2. Erzählen wir euch im nächsten Video alles dazu, also vor allem Tom, der hier ganz viel schon dran gearbeitet hat. Und dann haben wir noch ein zweites Schmankerl. Das ist der Monitor der HMX2. Der Asus ROG PG35V, davon gibt es in ganz Deutschland aktuell nur 2 Stück, hat uns Asus netterweise schon vorzeitig zur Verfügung gestellt. Mit ultraweit QHD-Display, 200 Hertz, HDR 1000, dementsprechend auch Nvidia G-Sync Ultimate-Unterstützung und Quantum-Dot-Technologie. Also, es erwarten euch spannende Geschichten, deswegen jetzt schon mal abonnieren und ganz wichtig, Glocke aktivieren, damit ihr kein Höllenmaschinen-Video mehr verpasst. Wir sehen uns in Part 2.